Hallo, darf ich bitten, dass Sie sich noch mal kurz vorstellen? Ja, mein Name ist Ulrich Epple. Ich bin Leiter des Lehrstuhls für Prozessleittechnik an der RWTH Aachen und seit 30 Jahren etwa in der Normung aktiv. Oh wow, 30 Jahre. Ja, das ist nicht jünger, ja. Was würden Sie sagen, warum Normung für Sie wichtig ist? Also wir sind ja in der Hochschule eigentlich Wissenschaftler. Und Wissenschaftler denken ja nicht direkt an Normung. Normung zwingt einen aber, international mit Experten über seine eigenen Ideen zu sprechen, diese zu schärfen und diese auf ein abgestimmtes Maß dann sozusagen zusammenzufassen. Und da finde ich, dass die Mitarbeit in Normungsgremien eine sehr wichtige Angelegenheit ist. Mhm. Was war denn das Besondere für Sie während, oder Sie sind ja immer noch wahrscheinlich in der Normung aktiv? Ja, jetzt bin ich fast ein bisschen langweilig. Ja, also das Besondere ist eigentlich, dass es eine tolle Gelegenheit ist, mit vielen Experten zusammenzukommen. Und wenn man an einem Themenbereich wirklich interessiert ist, eine Übersicht über dieses gesamte Themenbereich zu bekommen. Und ich glaube schon, dass in vielen Normungsgremien, die ich kennengelernt habe, ist es doch so, dass dort die Expertise zusammengeführt wird. Und ich würde sagen, das ist an dieser Stelle, ist das die führende, ist die Meinungsführerschaft durchaus bei den Normungsgremien. Mhm. Ja, und das ist schon faszinierend, an so etwas mitzumachen. Ja, da haben Sie natürlich recht. Jetzt noch eine abschließende Frage. Wenn Sie heute noch mal jung wären, würden Sie das alles noch mal genauso machen? Oder wäre irgendwas dabei, wo Sie sagen, es wäre schön, wenn es anders gelaufen wäre? Also man geht jetzt nicht so einfach auf Normungsgremien zu. Bei mir ist es so, dass ich meine Mitarbeiter anhalte, in ein Normungsgremium zu gehen, wo ihre Thematik behandelt wird. Und dann wächst man sozusagen in das Normungsgremium hinein. Mhm. Und Sie kennen auch vielleicht schon ein bisschen so meine Meinung, ich glaube, dass wir die Normungsprozesse jetzt doch etwas renovieren müssen an vielen Stellen. Es ist für junge Leute nicht so nachvollziehbar, wie man monatelang an Details fällt und da immer tiefer geht. Das dauert ein bisschen zu lange. Mhm. Das hat nichts mit der Länge des Normungsprozesses als solches zu tun, sondern hat mit dem Tiefbohren zu tun, wie man fachlich teilweise in die Tiefen geht. Ja? Und das dauert zu lange und ich glaube, da müssen wir was anderes machen. Wir brauchen so eine Art offenen Entwicklungsprozess. Wir müssen auch außerhalb der Gremiensitzung ein anderes Format finden, wie wir diese Normen ausarbeiten gemeinsam und wie wir diese Normen dann sozusagen in den normalen Prozess einspeisen. Ja, also ich glaube, hier ist Handlungsbedarf, einfach um die jungen Leute mehr dafür zu begeistern, damit zu machen. Ja. Und ich hoffe, dass uns das auch gelingt, dass wir da etwas machen können.